Hey, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight hier am Random Sunday. Ich bin ein bisschen krank, aber es soll sich aufhalten. Ich bin gerade Killer Rang 2 mit 3 von 5 Tränen und ich hoffe, dass ich jetzt in dieser Folge zwei Runden jetzt direkt hintereinander spiele, in denen ich jetzt Killer Rang 1 werde. Wenn nicht, dann werde ich euch zwei Runden reinschneiden, in denen ich Killer Rang 1 werde im Endeffekt. Das werdet ihr auf jeden Fall jetzt sehen und ich hoffe, dass ich jetzt zwei Runden halt kriege, in denen ich zwei Tränen kriege. Wir haben jetzt gerade bei mir den 29. Das heißt, ich habe jetzt innerhalb von 16 Tagen geschafft, Killer Rang 1 zu werden. Ich glaube, ich war sogar am Anfang Killer Rang 18 oder sowas. Nee, glaube ich nicht mal, oder? Doch, kann sein. Jedenfalls, das Ganze, der Rang ist mir theoretisch sogar recht egal. Aber ich möchte das Achievement haben. Ich möchte allgemein alle Achievements im Spiel sammeln. Und dafür muss ich halt Killer und Survivor Rang 1 werden. Ich habe jetzt einfach mal gemacht, so Killer Rang 1. Dafür muss ich jetzt einfach eigentlich nur jeden Tag 3 Tränen sammeln. Habe das Ganze jetzt sogar schon in sehr viel kürzerer Zeit geschafft, weil ich ein bisschen mehr gespielt habe. Survivor Rang 1 zu werden, wird es viel schwerer, meiner Meinung nach. Also Killer Rang 1 ist noch recht einfach. Ich habe jetzt, glaube ich, bestimmt, keine Ahnung, 60 Matches, 70 Matches gemacht. Da habe ich vielleicht nur zweimal, habe ich überhaupt eine Träne verloren, weil als Killer verliert man so gut wie nie einer. Das ist echt, also meiner Meinung nach, vielleicht bin ich einfach ganz guter Killer, aber ansonsten, eigentlich ist es nicht, also es ist nicht einfach, eine Träne zu verlieren, sag ich mal. Beziehungsweise, also so ein Splitter, Rangsplitter, ne? Also es ist theoretisch echt einfach, einen zu bekommen. Dafür muss man nicht so viel können. Und das, aber als Survivor, meiner Meinung nach, gerade wenn du einen Camper erwischst oder so, direkt drauf gehst, hast du halt so ein Problem, kriegst auf jeden Fall einen Trainerabzug. Rang-Ding. Deswegen finde ich das sehr viel schwerer, Rang 1 zu werden. Deswegen habe ich auch voll Respekt vor Survivor Rang 1 und krieg auch voll auch auf die Fresse. Und es wird jetzt erwartet, ja, ich sehe jetzt voll das krasse Gameplay hier mit allen vier Survivor tot. Falls ich jetzt hier 4 Rang 1 Survivor kriege, kann ich mich freuen, wenn ich einen tot kriege. Also man in höheren Rängen, zumindest bei mir, ist es so, dass ich meistens nicht alle töte oder meistens eher nur einen oder zwei kriege, wenn überhaupt einen. Ich spiele übrigens gerade die Nurse und wie läuft gerade bei mir mit der Nurse? Ich habe immer jeden Tag irgendwie irgendeinen Killer, mit dem ich ganz gut bin. Heute anscheinend mit der Nurse, auch wenn ich zwei Perks habe, das läuft momentan. Wird aber daran liegen, dass ich jetzt in den letzten Runden eher schwach Survivor bekommen habe, halt der hauptsächlich Rang 20, Rang 18 und so weiter. Oh, oh. Das hasse ich. Warum Auto anvisiert der bitte den scheiß Generator, als ob ich den hitten möchte? Hatte ich in den letzten Runden auch schon. Da irgendwas Auto anvisiert, das ich überhaupt nicht brauche. Also Auto anvisiert, ne, sind nicht irgendwelche Hex, sondern auf der Teleportation visiert man meistens irgendwelche Sachen an. So. Zum Beispiel jetzt gerade sie. Einen normalen Schlag hätte ich bestimmt nicht erwischt, aber in der Teleportation hat man so ein bisschen Auto anvisiert, aber manchmal stört das richtig, weil manchmal einfach gegen die Wand schlägt oder so. Boah, die wird jetzt bestimmt, also wenn es Rang 1 war, was? Okay. Dann wahrscheinlich. Oder Prestige Survivor oder so. Wir haben in letzter Zeit immer diesen Perk, dass man aus dem Griff entfliegen kann. Ich habe zum Glück Eisenangriff 3, deswegen kann ich ihn hier unten aufhängen. Aber heißt, die müssen gar nicht regeln, sondern können einmal go escape. Das haben momentan alle hier. Also der wird so oft genommen, dieser Perk. Meistens denke ich einfach hin, sobald ich einen aufgenommen habe, warte einfach, bis er sich selbst freigedienst hat. Also mit diesem Perk. Ah, der ist nicht mehr. Weil es einfach so nervig. So. Das war Lucky. War kurz bevor meine Dingszeit vorbei war. Eine Schlagzeit. Ah, das ist weit, viel zu weit. Manchmal wieder Runden, da treffe ich einfach gar nichts mit der Nurse. Ob bei einer teleportieren. So. Ich habe natürlich Ruf einer Krankenschwester, aber nur auf Stufe 1. Und ich könnte vielleicht sogar in der zweiten Runde, die ich euch heute zeige, Thanaphobia 3 kriegen, dann würde ich das ausrüsten statt. Ruf einer Krankenschwester wahrscheinlich. Oder statt also einer Griff, weiß ich noch nicht. Weil Thanaphobia 3 ist schon recht stark, finde ich. Das ist halt, dass alle langsamer arbeiten, sobald. Also je mehr Leute verletzt sind oder am Boden liegen oder so oder tot sind, desto langsamer arbeiten die Leute. Ey. Übrigens, warum ich momentan spiele ich übrigens nur Krankenschwester, Wandler oder Fallensteller, liegt daran, dass ich noch die Achievements mit dem sammeln möchte. Und dafür muss ich halt Leute per Teleportation töten, wie ich es gerade die ganze Zeit tue. Mit einer Falle töten oder. Also. Fangen. Oder muss. Diabolik erhöhen. Deswegen spiele ich momentan nur die 3. Das Problem beim Fallensteller ist, ich habe zwar natürlich schon mega viele Leute in Fallen gefangen. Aber das Problem ist, du musst die Leute aus der Falle rausziehen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe die mal geschlagen und dann halt. Oh, falsche Richtung. Hab die halt geschlagen und dann halt da rausgenommen. Aber das zählt nicht. Deswegen muss die mit Base da rausnehmen und meistens, das ist immer so. Momentan, immer fange ich die Bärfallen gerade an und genau in dem Moment, wo ich da ankomme,
Sind die Leute aus der Falle raus und ich kann, das zählt nicht mehr. Finde ich richtig scheiße. Also meiner Meinung nach sollte das Achievement sein, dass man 100 Leute, dass 100 Leute halt in den Bärenfall reintreten. Für mich sind noch 200 Leute oder so, aber das ist halt auch scheiße, mit dem wir mal rausziehen müssen. Ey, läuft gerade. Oh, das war dumm. Ah, scheiße. Oh, da sitzt noch einer. Jetzt nehme ich doch die Leute, humpelt. Letzte Runde hatte ich tatsächlich ziemlich, da muss ich jetzt ehrlich sagen, war ich ein ziemlicher Fairplayer. Und zwar habe ich, also jemand war stuck. Da habe ich dem halt, obwohl es mich mega lange in der Runde gekostet hat, den halt befreit, hat den Freigang gehen lassen. Den hat es dann so interpretiert, als ob ich Punkte farmen wollte oder so. Hat sich das erst für die ganze Zeit vor mich gestellt, damit ich dann als Killer den auch klar machen konnte, dass ich nicht mit den Punkte farmen will, sondern dass der im Gefängnis wieder normal spielen soll. Hat ein bisschen gedauert. Kann ich auch verstehen. Weil wenn mich ein Killer befreit, das ist schon nicht selbstverständlich. Ich weiß auch nicht, wie das irgendwie das geschafft hat. Er ist irgendwie hinter eine Kiste gebackt. Auch immer, dass es funktioniert hat. Konnte sich auf jeden Fall nicht mehr bewegen und ich musste ihn halt irgendwie. Ich konnte ihn auch selbst theoretisch gar nicht aus der Medaille befreien irgendwie. Bin dann down geschlagen, konnte dann mit ein bisschen Teleportationsversuche, konnte ich mich auf die Kiste teleportieren und dann aufnehmen. War komisch. So. Ah, jetzt ist gerade. Okay, die haben noch keinen Generator geschafft, das ist schon mal gut für mich auf jeden Fall. Aber ich trotzdem schon einen Tod habe. Aber. Ja, das war doch von Anfang an, oder? Oder war hier wer? Ja, bestimmt nicht. Und kein Generator an, aber wir haben schon mehrere recht weit. Und haben doch. Ah, verdammt. Ja, genau, Teleportation. Ich weiß gar nicht, ob das schon reicht fürs Achievement. Wie gesagt, ich bin hier, was der Battle angeht, ein ziemlicher Achievement-Sammler. Ich würde auf jeden Fall gerne alle haben. Ich habe, glaube ich, gerade 39 von irgendwas mit 40. Muss halt noch ein paar mit Prestige machen mit irgendwelchen Leuten und sowas und ein bisschen mehr Level allgemein. Ich level ja schon viel, aber noch mehr. Nicht darüber. Ah, die ist jetzt ernsthaft entwischt? Oder ist die hier runtergegangen? Wäre natürlich nice, wenn die jetzt hier runtergegangen wäre und ich die jetzt hier finde, aber vermute es nicht. Wenige Survivor gehen jetzt einfach runter. Schade. Entwischt. Gehen wir uns zum nächsten Generator. Also ich glaube, die 10.000 Punkte habe ich schon fast safe. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon welche 10.000 Punkte haben. Also ich brauche jetzt 10.000 Punkte für den Rang hoch. Aber ich habe ziemlich sicher 10.000 Punkte zusammen, wenn die Runde noch ein, zwei Leute sehe und so weiter. Das wird schon passen. Oh, ups. Zwei Katerinnen halb voll, das sollte passen. Nein, hab ich nicht. Hä? Wo ist der hin? Alter, voll. Hat sich teleportiert oder war ich komisch? Alter. Ah, okay, der ist gar nicht so schlecht. Hat mir jetzt von der Kleidung tatsächlich anders gedacht. Weil die Kleidung natürlich nicht immer auf Schluss darauf guckt, wie gut die Leute sind. Hallo? Bin ich dumm? Nein. Jetzt auf da hinten abgehauen? Anscheinend tatsächlich. Du hast halt ohne Teleportation so langsam. Da! Dankeschön fürs Heilen. Hätte ich ihn nicht gefunden. Okay, da links ist jemand hinter dem Stein, habe ich gesehen. Bitte hab ich den Perk wieder. Ja, dankeschön. Ich glaube auch nicht, dass ich hier gerade in den höheren Rängen spiele. Das finde ich gut, weil mir macht es tatsächlich auch als Killer, sowohl als Killer als auch Survivor, macht es mir mehr Spaß in unteren Rängen. Deswegen will ich auch so schnell wie es möglich als Killer wieder in die tieferen Ränge rutschen, weil es macht halt klar, okay. Es mag so sein, dass ich vielleicht eher dann in den 10er Bereich oder so von den Rängen gehöre oder ja, vielleicht auch 8er Bereich oder sowas. Vielleicht auch schlechter, keine Ahnung. Aber. Macht halt viel mehr Spaß, wenn man gegen schlechte Survivor spielt, allein aus dem Grund, weil man halt viel mehr Leute killt, ne? Bin ich Captain, aber da drüben war noch wer. Oh, hier zum Beispiel. Hätte ihn. Dann ist er nämlich tot, wenn ich ihn nochmal hole. Dankeschön. Dankeschön fürs Retten. Wenn ich dich jetzt auch noch gleich wiederfinde, dann ist gut. Wenn nicht, dann ist auch okay.
Tatsächlich habe ich sogar bei zwei meinen Killern habe ich niemanden mit dem Tod. Und ich werde momentan richtig oft, also halt bei Wandler und Fallensteller, die spiele ich halt genauso oft wie die Nurse und sogar wahrscheinlich öfter. Bei den beiden benutze ich den Perk halt. Und ich werde so oft zugeflamed auf den höheren Rängen, dass ich den Perk benutze. Dabei frage ich mich ganz ehrlich, gut, ich bin jetzt neu auf den höheren Rängen, würde ich sagen. Und ich habe auch nicht vor, hier nochmal groß zurückzukehren. Also, mir ist nicht geplant. Vielleicht, wenn ich halt viel spiele, werde ich wahrscheinlich vielleicht trotzdem auf den höheren Rängen zurückkehren. Weil wenn man eh jede Runde eigentlich eine Träne bekommt, kann man es ja nicht vermeiden, ne? Aber, so generell, ihr wisst ja, was ich meine. Und wenn so ein Generator hinten will ich nicht mehr zurückkehren, ist mir scheißegal. Generatoren, die sind viel näher aneinander und die müssen eh zwei von den drei Jahren machen. Wir können hier hinten ruhig anmachen. Und ich verstehe es gar nicht, weil meistens spiele ich halt mit Herbes Rauschen und niemand unter dem Tod. Und das sind halt schon zwei der Perks. Oh, jetzt natürlich da hinten der Generator scheiße. Das sind halt schon zwei der Perks von meinen vier Perk-Slots, die ich damit belegen muss. So. Verstehe ich gar nicht, warum alle sagen, ist das noobig und ist das scheiße. Weil dadurch kann auch für, voll andere Perks nehmen, aber was bringt das? Wenn ich halt viele andere Perks nehme. Als ob niemand unter dem Tod. Klar, es ist ein starker Perk, aber doch nicht so krass OP. Das sind 2 Minuten, die du halt bin ich in die Fresse laufen darfst, wenn du den Ausgang aufmachst. Vor allem die meisten Leute, irgendwie ich habe eben auf dem Arm und die rennen mir dann davor, um mich aufzuhalten, den Keller zu hängen oder so. Sie sind doch selbst schuld. Ganz im Ernst. Und die hat mich die mir nicht davor laufen, denken, ich werde eh davor laufen. Oh. Wen gefunden. Das war lucky. Ich hätte damit gerechnet, dass gerade die beim anderen Ausgang wäre. Hier kein Haken mehr, jetzt muss ich zum Keller. Ah, okay. Wir sind noch genug Haken. Am besten auf dem Berg, habe ich die beste Übersicht. Und bin schneller unten als die, falls die keinen, diesen komischen Nier Carlson-Perk nicht haben, den irgendwie gar keiner hat. Verständlicherweise, weil der ist nicht so geil. Gibt's bessere Perks. Wie sieht's aus? Wo bist du? Der Survivor wird hier auch abhängen. Hey, jetzt was du. Die Fluchtversuche, ernsthaft? Alle noch so weit? Mir zählt es ja immer nicht zu campen, weil ich aber immer fair spielen will, aber. Ich werde jetzt bestimmt nicht zu meinem Ausgang gehen. Weil ich gerade Zeit habe, werde ich mir ganz kurz die Nase putzen, weil ich bin krank. Scheiße. Weißt du, während des Nasenputzen ist unfair. Ach komm, ich bin noch nicht fertig. Mit dir bin ich auch noch nicht fertig. Ey, ja, kann mich halt nicht in den Baum teleportieren. Fuck you. Okay, das war jetzt schlecht. Bin ich noch nicht da? Was macht die denn? Bist du? Geht es im anderen Ausgang? Warum muss auch immer so ein Timelag sein? Weißt du, gerade dann, wenn ich da hinstelle, mir die Nase putze, weißt du? Was soll denn das? Würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt gleich schon raus muss. Ah! Boah, das war nice. Also nicht so geil, aber es war gut für mich. So. Damit dürft ihr vielleicht doch tot sein. Ich hätte das jetzt noch schaffe. Am besten auch in den Keller bringen. Aber eher seine Griff 3 sollte passen. Wenn nicht, dann hat sich es auch verdient, wenn die Freiwillige geht jetzt noch. Aber ich halte das eher für unwahrscheinlich. Oh, schon 14 Minuten war die Runde krass. Habe ich nicht erwartet. Der andere rausgehen, dann ist sie noch nicht tot. Oh, sie ist doch nicht tot. Oh, oh. Reicht auch beim Ausgang zu stehen, weil. Wie gesagt, ich will halt nicht campen, aber was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt echt zum anderen Ausgang gehen? Das macht keinen Sinn. Tut mir leid. Aber ich campe zumindest. Nicht richtig. Ja, es reicht hier stehen zu bleiben, weil sobald die gefallen hat, kann ich wieder hinter die rotieren. Ende aus. Hui. Habe ich doch wieder blickt.
Ja, okay, schafft ihr. Nein! Oh, wie knapp! Ah, schade. Oh, das war knapp. Die hätte ich sogar noch kriegen können. Schade, aber egal. War in Ordnung. Ah, ich hätte sogar alle vier kriegen können. Egal, war eine gute Runde. So, zwei Tränke kriege ich natürlich nicht. Ist auch unwahrscheinlich. Als Killer habe ich selten zwei Tränen bekommen. Auch wenn es gar nicht... Ne, hier. Aber egal, einen Tränen kriegen wir jetzt noch heute in dieser Folge. Machen wir noch. Und ich will kurz Thanaphobia und dann... Oh, die waren aber auch keine guten Ränge, muss man ganz ehrlich sagen. Aber hier Schranke 1, da steht bestimmt überhaupt nicht. So. War noch keine guten Ränge. Ich hoffe, dass ich nochmal Low Ranks kriege, auch wenn das jetzt eigentlich scheiße klingt, aber... Er hat keinen Bock, jetzt noch eine Runde machen zu müssen vorher. Thanaphobia 3, nice. Ah, das hätte ich mir, oder? Teleportation mehr? Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche erhöht leichte Teleportationsdings. Ist das? Nein. Ja, komm, machen wir das. Level 17. Das könnte ich auch machen, während ich suche, voll Idiot. So. Haben wir den jetzt hier? Naja. So, nochmal was mit Blutpunkten und dann statt Rufe der Krankenschwester, ja komm, Thanaphobia. Wird also der Griff eigentlich stark? Also der Griff wäre natürlich mit nochmal Zusatz Schreien auch stark. Oder ein Flüster. Das hilft mir jetzt auch nicht so viel, ne? Na, dann überlegen, ob. Komm, machen wir mal so. Risiko ohne eiserner Griff. Weil ich drei Perks habe, kann ich eiserner Griff hier ausrüsten. Oh, Prestige, das heißt. Der ist bestimmt Rang 1, da bin ich mir zu Recht sicher. Das heißt, bei denen vielleicht noch einer Rang 1. Ich hoffe, dass zwei Leute low sind. Wenn ich zwei Leute töte, reicht das. Für Rang 1. So. Ach, was wurde mir eigentlich vorhin geschrieben? Hab kurz was geschrieben. So. Ich hoffe, es lädt jetzt nicht Ewigkeiten. Eigentlich hatte ich heute mega Bock auf Overwatch. Aber die Overwatch-Server sind einfach mal down. Übrigens sind wir wohl gerade geschrieben. Weil die Overwatch-Server down. Weißt du, habe ich einmal richtig Bock auf Overwatch. Also ich habe ja irgendwie recht selten richtig Bock auf Overwatch. Wenn ich Overwatch spiele, spiele ich richtig krass. Aber wenn irgendwie ich selten Bock richtig anzufangen. Wo das Spiel eigentlich mega Laune macht. Wenn ich mal richtig Bock auf. War schon wieder? Overwatch. Da sind die Chess-Server down, ne? Einmal. Kann ich nicht wahr sein. Wobei kann ich auch nicht erwarten, dass die Server halt immer laufen, weißt du, aber trotzdem. War ein doofes Timing. Aber besser jetzt, als sobald die dritte Season angefangen hat. Oh, ich hatte die dritte Season jetzt schon angefangen. Bei mir jetzt gerade nicht, heute ist Dienstag. Beginnt Mittwoch. Ja, ich brauche drei Deportationen. Ah. Das war lucky. Also ein bisschen. War halt schon gezielt, aber. Ein bisschen lucky. So. Kein einzelner Griff. Wo ist ein Haken da? Dankeschön. Dass ich wenig Haken habe insgesamt. Ah, wobei geht. Map ist einfach groß. So, finde ich schon mal gut. Die anderen sind jetzt ein bisschen langsamer. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wie viel, aber ein bisschen. Und etwas reicht. Ja, ist ja oben jemand drauf. Oh. So, da war kurz ein Cut drin. Ups. Habe ich den verpasst. Dahin gebe ich lieber um im Haken kümmern soll noch mal dahin. Hier runter, nein, dann habe ich ja Fußspuren. Egal, habe ich ihn halt verloren. Ich habe den Call vielleicht kurz erblickt, da wurde ich kurz abgelenkt. Oh. Fußspuren im Kornfeld, nein, für die Fußspuren. Dankeschön. Lucky ein bisschen. Wahrscheinlich war die fast voll.
Oder sie hat einfach so weitergemacht, weil sie wusste, ich komme. Kann ja auch gut sein. Alter, wie weit die Haken auseinander sind. Was ist da los? Nicht riesengroß, die Map. Na gut, die Farbe ist ja immer recht groß, aber trotzdem. Mag ich es lieber, wenn ein paar Haken beieinander sind. Wenn jetzt ein Haken weg ist, habe ich schon einen Nachteil. Wenn ein ganzer Abschnitt der Map nicht mehr versorgt wird. War hier wer? Oh, hier war echt wer. Ah, scheiß Mauer, geht doch weg. Braucht keiner. Sehen, wo bist du hin? Wo bist du hin? Okay, die Musik geht weiter, heißt, ich hab ihn gefunden. Und? Ah, in die Richtung. Die Richtung? Ja, ich war gerade auch auf der ist. Hä? Lucky, aber reicht. Wie ich immer sie getroffen habe, Alter. Kornfeld ist halt, ne? Heilen irgendwo und zu wissen, wo der Killer ist. Gerade bei dem Park. Ah, oh, fuck, jetzt muss ich mittendrin einen Haken benutzen. Er wird mir fehlen, der Haken. Okay, das heißt aber safe, dass alle anderen jetzt schon mal langsamer sind. So, zwar nicht so krass wie beim sterbenden Lichter vom Wandler, aber schon mal. Grüß den Perk, das sterbendes Licht. Habe ich bisher noch nie richtig genutzt, weil ich immer zu schlecht bin, um. Wow, das war scheiße von mir. Die habe ich auch überhaupt nicht da erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Lucky! Und nice, Alter. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass die, die ich eben getötet habe, nicht Rang 1 war. Ja, wahrscheinlich glaube ich tatsächlich auch nicht. Kann natürlich sein, aber ich war auch, glaube ich, die beiden, die ich vermutet hatte, nicht Rang 1 zu sein. Bist du? Und sagen so viel aus. Also ohne Fußspur würde ich ihn gerade gar nicht finden. Ah. Gut, so habe ich ihn gefunden. Ohne die Fußspur hätte ich ihn gar nicht gefunden. Fußspur sind verdammt wichtig. Hätte ich auch zum Keller tragen können. Weil ich halt so einem Haken, den ich wieder vermissen werde, macht natürlich Sinn. Nicht. War nicht hier die Palette, nicht hier die Palette? Nein. War da drüben, ne? Nee. War nicht hier? Doch, oder? Nein. Doch, komm nicht. Okay. Das wäre hier gewesen mit der Palette, die er vorhin umgeworfen hat. Geh mal zu. Auch nix. Noch zu dem Generator dann. Oh, da wollte ich gerade eh hin. Gut. Egal. Muss irgendwo wer sein. Mag die Fußspuren enden im Nichts. Okay, dann gehen wir zurück. Klug, klug, klug. Weg hier zu heilen. Hier. Fragt sich wo genau? Irgendwo im Kornfeld. Also gucken wir uns das mal kurz an. War hier gerade was? Ah, verdammt, die habe ich verloren. Wenn ich aber das, wenn ich finde, wiederfinden, aus, ich habe richtig, richtig viel Glück. Hätte ja sein können. Ah, da vorne. Ja, schau doch nicht so lange zum Boden, du Penner. Lucky. Ich habe gerade gar nicht so viel Pech. Im Gegenteil, ich habe sogar recht viel Glück. Das müsste schon auch fast reichen für einen höheren Rang. Bin ich gut, da bin ich Rang 1. Da habe ich das Achievement, das finde ich gut. Wie gesagt, nochmal, ansonsten, wenn mir der Rang scheißegal wäre, das Achievement dadurch für dich geben würde. Hier, ich sehe die Hufschuhe. Blutspur! Sonst hätte ich auch sie nicht gefunden. Da kann ich die Blutspur hier an der Stelle. Weil ich auf den Boden gucke, da weiß ich so, hä, wo ist, wo? Muss eigentlich mal die Krankenschwester ein bisschen mehr leveln. Also irgendwie fand ich die bisher nicht so geil, aber heute läuft's mit mir auf jeden Fall. Mag ja auch daran liegen, dass ich nicht so krass dabei war. Kann daran liegen, möchte ich nicht ausstellen. Ja, warum? Weil ich wahrscheinlich jetzt im Traktor drin landen werde. Verstehe. Ja, und wo bist du genau? Jetzt wirst du nicht sagen. Oh. Das
war nicht so klug. Okay, ich folge immer noch die Fußspuren. Der konzentriert, da lang. Oh, hier ist ein Blutfleck, das heißt, ich bin recht nah. Okay. Okay. Moment. Ist das sie? Wo ist sie denn hier? Such doch ihn! Oh. Also. Das war doof. Hier war die Palette übrigens. Aha. Weiß ich doch grad. Also, war doch in die Richtung. Verdammt! Ob sie verloren, das wäre echt dumm. Wo ist sie hin? Vielleicht war es gar nicht so weit weg, wie es aussah. Oder es war einfach doch so weit weg, wie es aussah. Verdammt! Und sein Vetter verdämt. Was ist schon hier hinten, ne? Markin. Wahrscheinlich an der Dwight. Macht bestimmt gern Haken. So wie der aussieht. Jupp. Ach komm. Du kannst dich jetzt auch teleportieren. Hätte ja sein können. Ich fände es echt schon doof, wenn ich nicht zwei zumindest kriege, oder? Wo bist du hin? Aber die Blutspur wird so weiterhelfen. Aber du hast gar keine Blutspur, weil du hier bist. Hä? Wo ist er hin? War ohne Spaß. Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich das verstehen? I don't check that. Ach komm. Jeder werden wir wahrscheinlich dann zwei kommen. Drei kommen, meine ich. Wir brauchen nur sein, dass zwei kommen. Alles klar, Grafikfehler. Also Grafikfehler eigentlich, Soundbug meine ich. Da habe ich wieder Blut, dem ich folgen kann. Nice. What? What? Ende Fußspuren, hey. Ja, reicht für die richtigen Blutpunkte. War jetzt zwar keine so geile Runde, aber reicht. Reicht auf jeden Fall. Legendärer Killer, woo! Nice. Dann habe ich es geschafft. Rang 1. Nice. Das war doch nice. Ein Achievement mehr, woo! Well placed Killer, ja, ist auch Rang 18. War so gut gespielt, war es auch wieder nicht. Level ich jetzt noch die Nurse? So, weil hier habe ich keine Lust auf Level. Level ich noch kurz. Komm, das 5000. Was der nächste Perk ist. Das ist natürlich nice. Na, krieg ich leider nicht. Wie siehst du mit Dorad und Dwight überhaupt aus? Ja. Werkzeugkiste wäre natürlich cool. So. Dann würde ich auch sagen, das war's von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es da und an dem Moment. Auch kurz den Lagen 1 natürlich demonstrieren. Und tschüss.